Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich muss ehrlich sagen, was Destiny-Videos angeht, ist momentan ziemlich mau und irgendwie was hinrotzen will ich auch nicht. Deshalb freue ich mich hier umso mehr auf das Weekly-Update und es ist ja auch nicht mal mehr ein ganzer Monat, bis wir Destiny 2 richtig durchstarten können und ordentlich suchten können. Heute geht es, wie schon erwähnt, um das Weekly-Update und ich werde hier ein kurzes, knackiges Video draußen machen und für mich die wichtigsten Dinge nennen. Und wer sich das komplette Update mal durchlesen möchte, für denjenigen packe ich natürlich einen Link in die Videobeschreibung. Es wurde ja schon bekannt gegeben, dass am 28. August die Beta für den PC startet und jeder, der die Konsolen-Beta gespielt hat, wird Änderungen bei der PC-Beta finden. Es wurde an einigen Dingen rumgeschraubt und Glitches wurden sogar ganz rausgenommen. Echt eine geile Aktion. Und kommen wir erstmal zur Spielersuche und zwar haben wir dort folgende Änderung: Beim Schnellspiel wird die Spielersuchedauer kürzer sein. Das hat allerdings zur Folge, dass es nicht mehr ganz so hart skill-based ist. Das bedeutet, ihr werdet auch mal Gegner treffen, die euch deutlich überlegen sind oder halt auch genau andersrum. Und diese Änderung finde ich ehrlich gesagt völlig in Ordnung. Kann von mir aus immer so sein. Außerdem wurde die Gewinnpunktzahl in Kontrolle von 75 auf 100 angehoben, damit man halt mehr Zeit zum Spielen hat und öfter seine Fähigkeiten einsetzen kann. Denn zu viele Matches waren halt einfach kürzer als erwartet. Manche Spieler kamen überhaupt nicht dazu, ihre Super einzusetzen, haben sich da aufgeregt, das geht denen einfach zu schnell. Und das ist auch der Grund, warum man die Gnadenregel etwas verändert hat. Man hat den Auslöser der Regel verzögert, das heißt, man benötigt jetzt einen noch größeren Punktunterschied, damit die Gnadenregel eintritt. Das waren soweit die Änderungen für das Schnellspiel. Kommen wir jetzt zu Competitive. Da wurde die Spielersuche so verändert, dass sie jetzt etwas länger dauert, damit man mit Spielern zusammengetan wird, die dem eigenen Skill-Level ähnlicher sind als vorher und eine gute Verbindung haben. Es wurde halt gesagt, dass die daraus resultierende Qualität des Gameplays auf jeden Fall das wert ist, dass man halt ab und zu auch mal ein bisschen länger warten muss. Außerdem wurde die Art, wie euer Können kalkuliert wird, verbessert, um halt besser abgestimmte Gegner vom Skill her, die genau auf euch zupassen, zu finden. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass einige Glitches behoben wurden und da haben wir den unendlich Super Glitch, den Warlock Gleiten Glitch und den Granaten Glitch und die wurden alle komplett rausgenommen und es wurde sich hier auch ganz klar von Seiten Bungies dafür bedankt, dass die Konsolen-Beta-Spieler die Glitches entdeckt haben und da sieht man auch, dass es wirklich was bringt, die Glitches auf YouTube zu zeigen, da einige immer meckern, man mache das nur wegen den Klicks, aber wie man halt sieht, es ist halt auch nicht nur dafür. Dann haben wir noch eine Änderung bei den Warlocks und zwar haben jetzt die Warlocks die gleiche Nahkampfreichweite wie alle anderen Klassen. Und das ist auch mal eine richtig schöne Änderung, denn ja, jeder kennt es, ging einem einfach übel auf den Sack, wenn du mit einem Titan oder mit einem Jäger unterwegs warst und du kriegst da eine rübergezwirbelt von weiß ich wo. Es wurde sich auch beschwert über die Beta, dass man zu selten seine Super hat und es wurde die Zeit, um die Super aufzuladen, runtergeschraubt. Man hat erhöhten Granatenschaden im PvP. Und der erhöhte Schaden hilft dabei, dass sich die Granaten wieder richtig wuchtig anfühlen, was man ja auch will. Und zusätzlich hat man noch erhöhte Power-Munitions-Drops im PvE. Und das hat ganz klar zur Folge, dass man sich nicht mehr so schwach im PvE fühlt, dass man nur noch mit seinen Primärwaffen da rumläuft, da man jetzt halt öfter seine Super- und Powerwaffen einsetzen kann. Das waren für mich die wichtigsten Dinge. Ich hoffe, ich konnte euch damit informieren. Und wer neu bei uns auf dem Kanal ist und immer brandaktuell sein möchte, was Destiny betrifft, kann gerne ein Abo da lassen, dass wir auch endlich mal hier die 18K knacken können. Und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal auf VeneroTV.